Und wir dürfen weitermachen mit einem der Titelhelden des diesjährigen Hengstkataloges. Im Sport heißt er nach seinen großartigen Erfolgen nun DSP Call Me Crazy. Der 2013 bei Kurt Schröder in Wenddorf geborene, so ungemein typvolle Schimmel, den wir hier zunächst im Parcours sehen mit seinem Reiter Felix Ewald. Genetisch vereint Call Me Crazy mit Chaco Mi Biolay, Levisto und Colibri gleich drei Hengste, die als Neustädter Landbeschäler der Landesreitpferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben. Der Vater Chaco Mi Biolay ist über den Weltranglistenersten Chaco Blue aus einer Tochter des Argentinos hochwertvoll gezogen, begann seine Karriere als Reservesieger der Oldenburger Körung in Vechta und ist mittlerweile siegreich in Weltranglisten springen. Die für Call Me Crazy typgebende Mutter Lena ist eine Tochter des Weltklasse-Springhengstes Levisto und sie brachte bereits in Anpaarung an Alvalon eine gewisse Annalena, die springbetonte Siegerstute 2012 in Brandenburg-Anhalt und mittlerweile selbst Hengstmutter. In der dritten Generation firmiert die Springvererberlegende Colibri. Die Turniersaison 2021 verlief für Call Me Crazy und Felix Ewald herausragend. Gemeinsam waren sie mehrfach siegreich in der Klasse S, wurden Hallenmeister in Berlin-Brandenburg, sicherten sich den Verbands-Champion-Titel in der Youngster-Klasse und als i-Tüpfelchen wurde DSP Call Me Crazy DSP Youngster des Jahres mit diesen Runden, die wir hier sehen, in Darmstadt. Felix hat erst im Juni im Sattel von Call Me Crazy Platz genommen und konnte quasi unmittelbar diese Erfolgssaison mit ihm starten. Das spricht natürlich für das reiterliche Talent von Felix. Wir freuen uns sehr, dass er wieder bei uns in Neustadt ist, aber natürlich auch für die Rittigkeit und den Leistungswillen dieses Hengstes, dass er sofort in der schweren Klasse so durchstarten konnte. Die Fohlen von Call Me Crazy, die wir bereits aus seinen ersten Deckjahren in Steinberg sehen konnten, waren sehr typvoll, sehr geschmackvoll, bewegten sich sehr gut. Und wir sind sehr gespannt auf die weitere Entwicklung seiner Nachkommen und natürlich auch auf seine sportliche Entwicklung unter Felix.